Ich versuch's noch einmal. Na, hat schon wieder nicht geklappt. Ich hab's einfach nicht drauf. Noch nicht, das muss besser werden. Die besten Dartspieler der Welt werden gefeiert wie Popstars und verdienen Millionen. Aber was genau machen die anders als ich? Kann das jeder lernen? Wir spicken bei den Profis jetzt im Galileo Skillzoom. Sie gehören derzeit zu den größten Sport-Megastars. Kaum zu glauben, bei dem Körperbau. Was muss man können, um so von der Menge gefeiert zu werden? Nur auf eine kleine Scheibe werfen. Sieht aus, als könnte es eigentlich jeder. Nur, dass die Millionen damit verdienen. Aber wie? Dafür zoomen wir mal ganz nahe ran und zeigen die verborgenen Tricks der Weltklasse-Dartspieler. Also das, was den Unterschied macht zwischen Kneipen-Normalo und Sportikone. Und dabei hilft uns einer der Besten, Peter Wright aus Schottland. Kampfname? Snakebite. Vize-Weltmeister, Top-5-Spieler mit Fans in zig Ländern. Er war in keinem Elite-Sportinternat, keinem nationalen Nachwuchskader und ist trotzdem berühmter als die meisten Olympiasieger. Wie hat er das bloß gemacht? Was ich gemacht habe? In der Garage geübt. Also einfach nur eine Dartscheibe an die Tür gehängt und dann üben, üben, üben. Und eine Menge Selbstvertrauen haben. Selbstvertrauen ist schon mal kein Problem für unseren Redakteur. Pfeile werfen, Sportstar werden, wie schwer kann das schon sein? In dieses kleine rote Feld müssen alle drei Darts. Das gibt 180 Punkte, die Höchstpunktzahl. Klingt ja machbar. In der Theorie. Bleib bei deinem Job. Und so macht das der Profi. 60 Punkte, 120 und 180, siehst du? Okay, Snakebite übt das Pfeilewerfen jeden Tag 6 Stunden lang, mindestens. Wer ein Star werden will, braucht also wie in jedem anderen Sport viel Zeit und Disziplin. Aber im nächsten Kneipenduell gut aussehen ist doch auch was wert. Und dafür schauen wir uns mal ein paar Tricks bei den Stars ab. Unser erster Skillzoom geht auf die Füße. Die sind nicht auf das Ziel gerichtet, sondern stehen quer. Warum? Ich stehe seitlich. Oh, mein Magen knurrt. So ist es näher von hier zur Dartscheibe. Der Profi-Trick. Der Wurfarm muss so nah ans Ziel wie möglich. Mit den Zehen vorausstehen kostet wertvolle Zentimeter. Und deshalb stellen die besten Spieler der Welt ihre Füße seitlich an die Wurflinie. Kraftvoll, pfeilschnell. Wie bekommt man so einen Wurf hin? Mit weniger Schwung holen, als man denkt. Im Zoom schauen wir es uns ab. Oberarm und Bizeps unseres Dartstars bleiben ruhig. Wenig Bewegung gewinnt. Wenn du den Körper ruhig hältst, geht es nur noch darum, wie du wirfst, damit der Pfeil da landet, wo du willst. Das ist einfach. Einfach, aber auch Millimeterarbeit. Für Trick Nummer 3 zoomen wir aufs Handgelenk. Das Ziel liegt genau vor ihm. Aber Peter Wright lässt den Pfeil schon los, als sich sein Handgelenk nach oben bewegt. Die Folge? Der Dart fliegt in einer Kurve zum Ziel. Denn die Gravitation zieht den Pfeil nach unten. Die Wurfbewegung nach oben gleicht das aus. Und so trifft der Pfeil präzise da, wo er hin soll. Mitten ins Rote. Füße seitlich, Arm gerade und rechtzeitig loslassen. Und der Weg zum Dartstar ist offen.